Und wir machen weiter. Denn... ja, wir wollen ja unsere Stadt weiter bevölkern. Und jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, ob ich doch nicht das Portal benutze. Den hier werde ich sowieso nicht schaffen, weil hier läuft gerade keiner rum. Oder ist hier irgendwo ein anderer Spieler? Weil, wenn das ein Zombie ist... Wir probieren es auf jeden Fall einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ist der überhaupt hier? Ach ne, der ist irgendwo da oben. Ach, der ist irgendwo da oben. Ach komm, wir nehmen das Portal und... dann gehen wir aus der Stadt raus, weil der komische Magier meinte, ja, wir sehen uns dann in der Stadt. Vielleicht hat er ja irgendeinen Auftrag für mich. Weiß ich nicht. Denn, ich meine, warum sollte er sonst sagen, wir sehen uns in der Stadt? Gut, prinzipiell denke ich, weiß er ja, was wir vorhaben und warum wir ihn auch in der Stadt brauchen, aber... ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz gut, eben zu gucken, ob er in der Stadt ist und ob er irgendwas für uns hat. Oder so, aber... das schaut nicht so aus. Nö, das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus und laufen jetzt einfach nach hier. Mal gucken, dass ich richtig gehe. Ja, da so hoch jetzt links und dann... nö. Okay, hätte ich mir also sparen können, in die Stadt zu gehen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Heißt es doch so schön. Gucken wir. Da, den Stadtausgang nehmen wir. Und dann schauen wir mal. Welchen Weg muss ich. Hier ist ja so eine Dreifachgabel. Also jetzt muss ich die erste Abzweigung links. Huch, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Die erste Abzweigung links und dann gehen wir hier rechts. Oh Gott, da sind so viele Abzweigungen. Wir haben, glaube ich, noch richtig, richtig viel zu tun hier. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Was schwebt da so rum? Nitschku. Ist das ein Viech oder... also ist das ein Name oder ist das ein... was, wo machen wir denn jetzt weiter? Ach komm, wir gehen jetzt links lang und dann gehen wir noch in die Mitte. Weil da links, habe ich gerade gesehen, ist ein Wegschrein. Finde ich jetzt eine gute Idee, den mitzunehmen. Das kann nie schaden. Oh Gott, Netzbulle. Da hinten war eine Kuh und hier ist ein Bulle. Okay. Da ist irgendein... auch irgendein Wesen. Ich muss sagen, hier ist an sich relativ wenig los. Gut, da hinten eben die Zombie-Invasion, wenn man so will. Da war natürlich ein bisschen mehr. Aber ansonsten sind hier doch relativ wenig Gegner, finde ich. So, hier unten wartet irgendjemand auf uns. Wer ist denn hier? Malkur Valos. Sie wurden gefangen genommen. Wer wurde gefangen genommen? Ich bin mit ein paar anderen Zaubermeistern angekommen. Beschwörungsmeister. Wir haben dabei geholfen, das Portal nach Kalthafen zu öffnen. Leider sind wir nicht dort angekommen, wo wir es erwartet hatten. Eine Verteidigungsmaßnahme, denke ich. Molag Baals Truppen haben sich sofort auf uns gestürzt. Okay, und wo genau sind die anderen? Weil die könnten wir gebrauchen. Sie wurden von Daedra gefangen, die von Richter Xiven angeführt wurden. Im Durcheinander konnte ich mich davon stehlen. Seitdem kundschafte ich die Gegend in Skampengestalt aus. Über die Magier wird in der Halle des Urteils Gericht gehalten. Ich habe gehört, wie Richter Xiven sie dort drinnen angeschrien hat. Wir müssen ihnen helfen. Dem stimme ich zu. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Und vor allem hier, na, wo stand's? Na? Hallen des Urteils, ja. Ich glaube, das Urteil ist da schon lange gefällt, wenn die da reinkommen. Eine magische Barriere blockiert den Eingang in die Halle. Sie wird durch Elementarkristalle angetrieben. Wir müssen die Kristalle vernichten und einen Schlüssel besorgen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst euch beeilen. Daedrische Richter fällen ihre Urteile oft sehr schnell. Ich glaube, wie gesagt, das wird nicht groß gefällt. Das steht schon fest von vornherein. Holt den Torschlüssel aus der Kassette im Norden und zerstört die drei Kristalle, um die Barriere einstürzen zu lassen. In jedem Turm befindet sich ein Kristall. Trefft mich beim Eingang zur Halle des Urteils, sobald ihr fertig seid. Bis dahin schaue ich mich weiter um. Okay, irgendwelche Informationen noch über die Magier?
Richter Xiven hält in der Halle des Urteils Gericht über sie. Soweit ich sie belauschen konnte, läuft es nicht gut für sie. Um dort hineinzukommen, müssen wir diese Barriere beseitigen. Dann können die Magi und ich uns wieder an die Erfüllung der Mission machen, die uns herführte. Ja, toll. Du wiederholst dich, das kenne ich schon. Die drei Elementarkristalle, ja. Aber ihr müsst noch mehr tun. Wir brauchen auch einen Schlüssel, um das verschlossene Tor zu öffnen. Ich habe gesehen, wie sie den... Okay, ich glaube, er möchte mir nicht groß was erzählen. Ich hätte ihn jetzt zwar nochmal fragen können, wer er ist, aber ich glaube, das ersparen wir uns. Er wird mir wahrscheinlich sowieso nur erzählen, ja, ich bin ein Magier. Ich bin hierher gekommen, um Molagbal zu stürzen. So, Virum ist denn am intelligentesten? Das ist, glaube ich, egal, ob ich erst so und dann wieder zurück oder so. Wo könnten denn die Hallen sein? Hier vielleicht irgendwie? Dann wäre es vielleicht... Ach, ich fange jetzt einfach rechts an. Kann nur verkehrt sein. Am Ende werde ich mit Sicherheit feststellen, dass der andere sinnvoller gewesen wäre. Da hinten ist ein Himmelssplitter. Den nehmen wir mal eben mit. So, ich hier drüber komme. Himmelsscherbe natürlich. Nicht Splitter. Vielen Dank. Oh, ich habe sogar einen Fertigkeitspunkt, aber sind wir mal ehrlich, brauche ich nicht zwingend. Wie gut es einfach ist, dass das alle drei stand. Das ist einfach so mächtig dadurch jetzt. Aua, aua. Du stirbst auch noch. Die blöde Beschwörung hat mich irgendwie aus dem Konzept gebracht. Xivilai. Wer bist du? Du bist keine Elite. Du kannst nicht besonders stark zu sein. Nee, bist du auch nicht. Haben wir hier irgendwas? Was ist das hier für ein Buch? Eigentlich sieht es so aus, als sollte man. Als wäre es empfehlenswert, das zu lesen. Aber ich darf es nicht lesen. Da liegt ein Skelett auf dem Tisch. Bestimmt nur zu Leerzwängen. Nur zu Leerzwängen. Sollten wir nochmal um? Ach komm, wir sind eh fast oben, ganz oben. Dann können wir uns auch eben nochmal ganz oben umschauen, ob hier noch irgendwas ist. Eine Kiste. Giftiges Mehl. Nee, danke. Das brauche ich wohl eher nicht. So. Aufpassen, dass ich beim Runterspringen nicht sterbe. Und dann gehen wir nach da. Mal schauen, dass ich hier nicht groß Gruppen adde. Was sagt eigentlich die Erfahrung? Die Hälfte haben wir schon wieder. Nice. Das ist schön, weil gerade auf 43 muss ich echt sagen, freue ich mich, weil dann gibt es ja den Bogen. Also das heißt, dann gibt es den Bogen. Dann kann ich den Bogen anziehen. Habe ich ihn ja schon. Wir könnten es einfach mal sein lassen mit den Beschwörungen. Das ist doch nur nervig. Ich glaube, beschworene Gegner bringen nicht mehr Erfahrung. Das ist echt krass, wie unglaublich mächtig das ist. Hey, nicht ausweichen. Ich meine, das mit dem Stun ist ja sowieso schon ziemlich cool, wenn wir gegen Untot oder Dedra kämpfen. Aber dass der jetzt auch noch, der Stun auch noch AOE ist. Nicht nur der Schaden, das ist echt richtig geil. Okay. Ich dachte ja eben eigentlich, das wäre irgendwie named oder so, aber das scheint einfach tatsächlich ein ganz normaler Name, also Gegnername zu sein. Was auch immer der Name bedeutet. So. Ach komm, diesmal spare ich mir das, bis nach oben zu gehen. Einzige, was da oben ja im Zweifelsfall sein könnte, ist eigentlich irgendwie eine Truhe oder so und... Die bringt dann so wenig Erfahrung, das lohnt sich nicht, dass ich da dann extra hingehe. Gut, könnte natürlich jetzt noch irgendein Buch sein oder so, aber... Nein, du willst gar nichts von mir. Aber ich glaube, an dir komme ich nicht dran vorbei. Da
Was ich übrigens auch immer wieder cool finde, ist zu sehen, dass die verschiedenen Gegnertypen unterschiedliche Sturzanimationen haben. Also dass Menschen anders hinfallen und dass eigentlich wirklich jedes Tier so eine vernünftige Sturzanimation hat, also wenn es hinfällt. Das finde ich, beeindruckt mich. Hätte man ja auch einfacher lösen können, indem man sagt, okay, die sind dann einfach gestunt und lassen irgendwie alle nur leicht den Kopf nach unten sinken und haben irgendwie so ein einheitliches Symbol über dem Kopf, an dem man erkennt, dass die eben gestunt sind. Aber nee. Schön alle wirklich eine, ja, was wie sie hingefallen sind. Ich setze meine 5 immer noch ganz gut. Dann mache ich ja sogar mehr Schaden. Das wird sich ja echt lohnen. So, hier sollte der letzte Kristall jetzt drin sein. Und dann fehlt uns ja gleich noch der Schlüssel. Dass wir da auch reinkommen. Oh ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Die Kristalle hatten ja verschiedene Farben. Oder zumindest der unterschied sich jetzt von den anderen beiden. Aber der hieß ja auch Feuerkristall. So, wo genau ist der Schlüssel? Der ist jetzt hier oben irgendwo. Komme ich denn da hin? Komme ich hier irgendwo durch? Komm, wir ziehen jetzt gleich mal unser Ultimate. Oder? Ja, ja, komm. Einmal in Ruhe lassen. Danke. Schüchen. Na, Schwerrüstung. Brauche ich nicht. So, irgendwo hier hinten drin. Da könnte jetzt irgendwie mal ein Name, also irgendwie was ich nicht verstehen kann. Der Schlüssel gehört doch schließlich bewacht. Nein, ich möchte den hier. Bezüglich der Gefangenen. Oh, das ist doch interessant. Richter Xeven. Bezüglich der neuen Gefangenen. Wir haben herausgefunden, dass es sich bei ihnen tatsächlich um Sterbliche aus Nieren handelt. Genauer gesagt um Mitglieder der Magiergilde. Wir hatten enormes Glück, diese Eindringlinge zu fangen. Sie haben Kalthafen eindeutig illegal betreten und mit Absichten, die dem Willen von Molag Bal direkt entgegenwirken. Ein solches Gerichtsverfahren hatten wir schon lange nicht mehr und es sollte ein ansehnliches Spektakel abgeben, das die Moral eurer Diener hebt. Natürlich steht das Urteil längst fest. Wie immer ist eure Gerechtigkeit rasch und grausam, mein Meister. Ja, wie vermutet, ich meine, gut, aus ihrer Sicht steht das Urteil natürlich tatsächlich fest. Die sollen hier nicht hinkommen und damit sind sie schuldig. Aber, ja, trotzdem, in dem Bericht schon drin, bevor überhaupt irgendeine Anhörung war, natürlich steht das Urteil schon fest. Da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Ah ja, haha. Bin ich gut oder bin ich gut? Wie ich es gesagt habe, hier gehört jetzt eigentlich ein Named hin. Noch ein Zentimeter dahinter. Und das war's mit dir. Und da ist der Schlüssel drin. Hey, Stufe 6 bei der Magiergilde. Die hatten, glaube ich, nur aktive Sachen, oder? Mal gerade gucken. Kriegergilde, nicht Magier. Die hatten hier unten noch was. Erhöht euren Waffenschaden um 3%. Ja, nice. Das hätte ich. Weiß gar nicht, ob ich das seit jetzt skillen kann. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ich meine, wir kämpfen ja sowieso die ganze Zeit gegen Dedra. Also von daher. Nice. Also einfach nochmal 3% mehr Schaden. Das lohnt sich. So. Hey, ich lag mit meinem Tipp, wo der Eingang ist, gar nicht so verkehrt. Beziehungsweise eigentlich bin ich sogar genau richtig gewesen. Ich hatte genau gesagt, wo der Eingang dazu sein wird. Gut, war jetzt auch jetzt nicht die große Herausforderung. Was sagt die Erfahrung? Eigentlich habe ich ja gar nicht groß... Oh Gott. Gar nicht groß was getötet, aber ich habe 7000 Erfahrungen gemacht in der Zeit. Also entweder... habe ich mich da immer getäuscht drin und das war schon immer, also ich habe schon immer ein bisschen mehr gemacht oder sie haben da irgendwas dran geändert.
So, Malkus Valus. Wir haben alles. Der Prozess ist vorbei. Richter Xiven hat meine Gefährten für schuldig befunden und sie zum Tode verurteilt. Sie wurden in die Zellen unter der Halle gebracht, während die Vorbereitungen für die Hinrichtung getroffen werden. Ich arbeite an einem Ablenkungsmanöver, um unsere Flucht zu verschleiern. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Natürlich habe ich den Schlüssel gefunden. Ein hervorragender Vorschlag. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns hineingehen und die anderen befreien. Auf und davon. So. Okay. Muss nicht ausschließen oder so, er kann auch einfach direkt gehen. Betretet die Arrestzelle. Oh gut, eine Wache. Und ich dachte schon, das wird langweilig. Die Schuldbeladenen zieht es zu uns wie die Fackelkäfer zum Honig. Kommt und lasst über euch richten, Sterbliche. Ja, ich werde, glaube ich, eher über dich richten. Hervorragend. Ich habe dich zum Tode verurteilt. Befreit meine Begleiter. Auf dem Weg nach draußen gebe ich euch Deckung. Alles klar, vielen Dank. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten tatsächlich hier uns beeilen, dass die nicht hingerichtet werden. Das ist nicht so schön hier. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Meine Wache. Nehmt den Schlüssel auf dem Tisch und schließt diese Käfige auf. What the fuck? Gib mir hier keine Befehle. Ich kann es auch lassen, euch hier rauszuholen. Käfig? Da, ausschließen. Okay. Tür geht zwar nicht auf, aber sie kann rausgehen. Alles klar. Frische Luft der Freier. Hab Dank, dass ihr den Käfig geöffnet habt. Gar kein Problem, deswegen bin ich hier. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie mich zum Tode verurteilt haben. So eine Frechheit. Was habt ihr denn erwartet? Eine großartige Rettung, aber was nun? Habt ihr einen Plan oder schauen wir einfach, was passiert? Nein, wir haben einen Plan. Hab Dank. Diese dachte, es wäre vorbei, als Richter Xiven uns zum Tode verurteilte. Aber wie kommen wir aus der Halle des Urteils raus? Sie werden uns nicht einfach rausspazieren lassen. Tja, wir haben für den Rückzug gesorgt. Malkur? Nun, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Tarami fragte sie schon, wie es ihm wohl ergangen ist. Doch dieser hat genug von diesem Ort. Verschwinden wir von hier. Ja, wenn ihr soweit seid, können wir von mir aus. Alles klar. Also, hallo, ihr seid doch auch mächtige Magier. Das sollte doch wohl kein Problem für uns sein, uns durch ein paar komische Dedra durchzuschlagen. Sie haben das Tor mit einem Schildzauber belegt. Wir sitzen in der Falle. Wir werden uns um das Tor kümmern. Haltet sie uns vom Leib, bis wir fertig sind. Das ist natürlich suboptimal. Ihr wurdet gerichtet. Ihr werdet nicht entkommen. Ich denke doch. Wo bist du? Ihr werdet niemals meinem Urteil entkommen, Sterbliche. Ich wollte nicht im Feuer stehen. Ich stehe zu weit auseinander. Ich kann nicht mit meiner 3 einfach stunnen. Aber die stehen nah genug zusammen. Noch mehr? Oder war es das schon? Oh nein, da kommt ich denke, noch das geht schon viel zu lange. Erstmal die Spawn. Dass ihr jetzt sterbt. Ich glaube, hier ist irgendwas schiefgegangen. Ich glaube, die sollten eigentlich gleichzeitig angreifen. Oder vor allem überhaupt angreifen, weil die stehen ja hier irgendwie nur rum. Lass das, was auch immer du da gerade machst. Ja, würdet ihr mal hier weiter spawnen? Schuldig! Jeder von euch ist schuldig gemäß der Anklage. Ja, gemäß eurer Anklage bestimmt, aber die Anklage ist mit Sicherheit nicht fair. Von daher wissen wir das doch zu fair. Also wir wollen doch hier wirklich ein gerechtes Urteil haben.
Dumm, die dumm, dumm, dumm. Ach kommt schon, spawnt mal ein bisschen schneller. Ich werde euch eigenhändig exekutieren. Ist das so? Ey, die greifen die. Ich glaube, das setzen sich alle an dieses Mal. Alter, wo ist hier eigentlich nicht? Erstmal kurz die Magier fertig machen. Also den Scamp und den Magier. Denn wir wissen ja. What the fuck, der ist ja nicht mal irgendwie Elite. Ihr wurdet gewogen und für zu leicht befunden. So sieht das aus. So, können wir jetzt? Beiseite, raus hier. Ich glaube, sie haben die Tür offen. Sehr schön. Brave Magier, habt ihr gut gemacht. Meine Ablenkung funktioniert. Schnell, bevor die Daedra uns bemerken und verfolgen. Das ist in der Tat ganz gut hier mit den Feuerelementaren. Kann man in Ruhe raus... Ne, ich muss irgendwo nach links. Kann man in Ruhe hier rauslaufen. Sehr praktisch. Sowas bräuchte ich mal häufiger. So oft muss ich mich irgendwie auf dem Rückweg nochmal durchschlagen. Hey, hier ist wieder ein Portal in die Stadt, glaube ich. Okay, also scheinbar alle, die ich hier hole, können mir danach ein Portal in die Stadt machen. Bis jetzt. Wir haben gut gekämpft, nicht wahr? Vielleicht haben wir eine Chance, dieses Desaster in eine erfolgreiche Operation zu verwandeln. Ah, natürlich. Da gehe ich ganz fest von aus, dass wir das schaffen. Wir haben ein Portal in die Stadt geöffnet. Benutzt es ganz nach Belieben. Wir stehen in eurer Schuld. Ohne eure Hilfe wären die anderen immer noch eingesperrt. Oder Schlimmeres. Wir bringen uns in Sicherheit und beginnen sofort damit, die Portale nach Nirn zu stabilisieren. Alles klar. Vielen Dank. Und ja, bis später. In Ordnung. Lasst uns losziehen. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen für heute. Wir begeben uns jetzt als nächstes, wobei wir stehen jetzt so nah hier unten, dann gehen wir als nächstes mal, glaube ich, hier hin. Und ja, ich denke, das werden wir machen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn es hier beim Befüllen der Stadt weitergeht. Bis dann!